wohnortnahe Versorgung in Wien ist eine sehr gute Frage. In Wien hat man ja den Luxus eines extrem guten Verkehrsnetzes, gute öffentliche Anbindung und den Zugang zur Spitzenmedizin. Das heißt, in Wien geht es mehr um den Case Manager, um den Hausarzt bzw. um den Arzt oder die Ärztin, die den Patienten kennt und die ihn versorgt. Meistens ist alles in greifbarer Nähe, muss man sagen, in einer Großstadt. Wohnortnahe Versorgung in anderen Bundesländern, da muss ich mehr darüber nachdenken, wie ich dann bei speziellen Fragestellungen das Equipment hinbekomme oder die Expertise bekomme. Und da können uns sicher EDV-technische Lösungen auch unterstützen. Aber umgekehrt möchte ich sagen, dass es Sinn macht, komplexe medizinische Prozeduren, und es wird immer komplexer, in Schwerpunktzentren zu machen und nicht überall anzubinden. Also wir brauchen eine medizinische Anbindung für einen Patienten, eine Ärztin oder einen Arzt, einen Hausarzt, der sich um das Management kümmert, aber die komplexen, spezifischen Leistungen, chirurgisch, internistisch oder andere Fächer, die sollen an Schwerpunktzentren stattfinden und nicht wohnortnahe, weil sonst ist das auch gefährlich, sonst kommen die Fallzahlen nicht zustande.